Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Android. Mal wieder zur Abwechslung. Und zwar habe ich was Cooles für euch gefunden, nämlich, ja, wir wollen Sprache erkennen. Ich habe hier schon mal was Kleines vorbereitet. Ich hoffe, ihr kennt euch noch einigermaßen damit aus. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ja, hier haben wir so ein Textfeld, so ein Cooles. Und da wird nachher draufstehen, was wir ausgeben oder was wir gesprochen haben. Und hier diesen Button werden wir drücken, um Sprache aufzunehmen. Ja, halt die Basics quasi. Den Rest dürft ihr alles machen, dumm rum natürlich. Und hier ist noch gar nichts. Wir wissen aber, dass dieser Button hier eine wundervolle On-Click-Methode hat, nämlich die nennt sich On-Click, wer hätte es gedacht. Und hier die ID von dem Textfeld ist Text, damit ihr mal Bescheid wisst, was ich hier überhaupt alles mache. So, jetzt fangen wir an. Und zwar brauchen wir eigentlich nicht viel, wir brauchen nur zwei Methoden, nämlich die erste nennt sich On-Click. Die dürfte noch bekannt sein, nehme ich an. Hoffe ich einfach mal. Und haben hier eine ViewV wie immer drin. Ja, hier geschweifte Klammern auf. Und ich brauche hier mehrere Sachen. Und zwar greifen wir einfach wieder auf Android-Sachen zu. Nämlich brauchen wir da wieder mal Intents. Und den ersten Intent nehmen wir einfach mal i. Beziehungsweise das ist sowieso eigentlich der einzige. New Intent. Und da brauchen wir einen Recognizer. Recognizer Intent Punkt Action Recognize Speech. So, wer hätte es gedacht? Ja, macht irgendwie Sinn, oder? Also wir wollen Sprache erkennen und deswegen brauchen wir einen Recognizer Intent mit Action Recognize Speech. So, das nächste, was wir hier brauchen für i, ist, wir wollen dem ein bisschen extra Daten geben, so ein bisschen mehr reinstopfen, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Und dafür gibt es auch in dem Recognizer Intent mehrere Sachen, die wir hier haben. Nämlich extra, Moment, extra Bodenstrich Language Model. Da haben wir es doch. Hab's gerade nicht gefunden, tut mir leid. Ja, dieses extra Language Model, das ist ein bisschen sinnlos, aber man gibt es trotzdem halt einfach immer rein. Recognizer Intent Punkt. So, und jetzt brauchen wir hier Language Model Free Form. Das heißt, wir können einfach, wir wollen bloß die Sprache erkennen und wir wollen damit nicht irgendwie direkt, also damit könnte man jetzt direkt im Web suchen und hiermit können wir einfach direkt den Text auswerten und dann alles selber damit machen, was wir wollen. Ich nehme an, das wollt ihr wahrscheinlich eher tun. So, das wäre das Erste. Das Nächste, was wir brauchen, ist, wir wollen noch mehr extra reinstopfen. Der wird groß, der Intent. Recognizer Intent, Punkt. So, und jetzt geben wir hier mehr ein. Und zwar die Extra Language. Die Extra Language sagt quasi, welche Sprache ihr sprecht. Sprich, in eurem Fall wäre es Deutsch. Im Normalfall ist es meistens Englisch. Deswegen, wir wollen ja die Sprache nehmen, die Standard ist. Und deswegen sagen wir Locale. Ja, hier könnt ihr dann von mir aus auch Chinesisch auswählen. Ist eure Sache, wenn ihr Chinesisch sprechen könnt, beziehungsweise das vernünftig erkannt wird bei euch. Ich bevorzuge Get Default. Ich glaube, mein Tablet ist auf Englisch eingestellt und mein Handy ist auf Deutsch. Bin mir da aber nicht so sicher, weil ich diese extra Sachen bei meinem Tablet zum Beispiel nie benutze. So, wir stopfen hier noch mehr extra Sachen rein. Und dieses Mal ist es ein extra. Na, wo ist er denn? Prompt, da unten. So, der Prompt sagt, was da steht, wenn ihr sprechen sollt. Also wenn quasi eure App euch auffordert, jetzt reden, das könnte zum Beispiel da stehen, jetzt reden, dann sollt ihr quasi loslegen. Und dann geht's los, indem ihr sagt, okay, wir wollen eine Activity und zwar mit einem Ergebnis. Wir wollen diesmal ein Ergebnis für die Activity haben und das ist hier das, was ich hier auswähle. Und wir geben hier einfach i rein, den Intent, und dann sehen wir hier oben den Request Code. Und den Request Code, den könnt ihr euch von mir aus aussuchen. Ich habe hier einfach mal 100 genommen, weil 100 cool ist und ja, keine Ahnung. So, und was jetzt hier passieren kann, ist Folgendes. Das wird wahrscheinlich bei eurem Emulator, wenn ihr mit Emulator arbeitet, wird das passieren. Deswegen brauchen wir ein Try und Catch. Tryen tun wir das hier. Und catchen tun wir eine Activity not found exception. Not found exception E.
Ja, dann wollen wir einfach sagen, okay, wir machen Toast.makeText und sagen wir einfach mal get application, ja, wobei speech not supported. So, das wird passieren, wenn ihr zum Beispiel kein Mikrofon habt oder wenn euch die Berechtigung fehlt oder sonst irgendwas. Aber ich habe es gerade eben mal laufen lassen bei mir, auf dem Tablet tatsächlich. Da funktioniert es, beim Emulator geht es leider nicht, weil ihr da halt kein Mikrofon habt, logischerweise. Der kann leider nicht auf das Windows-Mikrofon oder was auch immer ihr benutzt, drauf zugreifen. Deswegen habe ich es mal tatsächlich auf dem Tablet laufen lassen und ich brauchte keine Berechtigung setzen. Sprich, das ist alles, was wir hier brauchen. Das ist quasi die ganze Magie. Ihr setzt hier ein paar Parameter und fertig. Und dann brauchen wir noch eine Methode, die wir überschreiben müssen, addOverride. Und die nennt sich protected void onActivity. Gibt es die schon? Nein, gibt es nicht. OnActivityResult. Wenn ich mich jetzt nicht die ganze Zeit vertippen würde, was ist denn los? So, die nimmt einen Integer, nämlich den Request-Code. Ach, komm schon. Request-Code, dann nimmt sie einen Integer-Result-Code und einen Intent-Data oder Data, wenn ihr es Englisch aussprechen wollt. So, das ist quasi die Methode, die aufgerufen wird, wenn ihr das hier macht. Start Activity for Result. Das ist quasi die Activity, die hier dieses Result euch zur Verfügung stellt. Also ihr wollt den Result haben, also braucht ihr diese Methode hier. So einfach ist es. Und der Request-Code ist ganz einfach, nämlich immer 100, weil wir hier oben den Request-Code auf 100 gesetzt haben. Sprich, zunächst einmal kann es natürlich sein, dass bei unserer Activity ein anderer, ja, ein anderes Ergebnis rauskommt. Und dann müsst ihr das immer noch zur Verfügung stellen, dass das passiert, was davor passiert ist, indem ihr einfach sagt, okay, ich rufe die Superklasse. Und liefere einfach den ganzen Kram weiter. Dann wird es ganz normal wie immer abgehandelt. Also sprich, ihr habt hier nichts kaputt gemacht dadurch. Aber falls es sich tatsächlich um eure Request Code 100 handelt, also um dieses Request Code gleich 100, sprich der, den ihr hier oben gesetzt habt, wenn ihr wirklich dann auf eurem Ergebnis seid, dann könnt ihr nochmal nach dem Result Code fragen. Result Code. So, und da gibt es ein paar vorgefertigte. Dann nehmen wir einfach Result.okay, also wenn es okay ist. Und die Daten, Data ungleich Null. So, also wenn ihr das habt, dann bedeutet es auch, dass ihr tatsächlich mal was zurückbekommt. Also eure Spracheingabe war erfolgreich. Und ihr könnt es auswerten. Und das könnt ihr dann hier drin machen. Einfach, sagen wir mal, eine Liste aus Strings. Nehmen wir es einfach mal Result. Die kriegt ihr, indem ihr sagt, okay, data.getString, und da steht eigentlich schon alles da, was ihr braucht. GetStringArrayList extra. Ja, hier einfach reinschreiben, RecognizerIntent. Extra Results, so findet ihr die. Bodenstrich Results. Genau. Und schon habt ihr die ganzen Ergebnisse von eurer Spracheingabe. Und wenn ihr die dann setzen wollt, also wir wollten ja am Anfang, hatten wir gesagt, hier in dieses wunderschöne Textfeld, das da so allein rumsteht, wollen wir das reinsetzen. Da braucht ihr natürlich erstmal dieses Textview, das kennt ihr aber schon alles. Textview. FindView by ID. R.id.text. Und wenn wir das alles konvertiert haben, so, erstmal casten, dann können wir den Text setzen und sagen hier Result, das da, und zwar das erste davon. Denn das erste ist einfach euer Text, den ihr gesprochen habt. So, und wenn wir das haben, dann sind wir fertig. Jetzt könnte ich das Ganze hier auch laufen lassen. Es bringt noch nicht viel. Ups, ich habe da oben scheinbar was vergessen. Da fehlt der Get Application Context, den ich vorhin schon setzen wollte. Und hier hinten dran brauchen wir die Länge natürlich noch.
Toast.length long. So, wenn wir das jetzt hier alles haben, können wir es laufen lassen, aber wie gesagt, auf dem Emulator funktioniert es nicht, weil da habt ihr kein Mikrofon zur Verfügung. Sprich, ihr müsst das Ganze bei euch auf dem Handy laufen lassen und das kann ich euch leider gerade nicht aufnehmen. Deswegen ist es an euch, das Ganze auszuprobieren und ich hoffe, ihr vertraut mir einfach, dass das Ganze hier auch funktioniert. Gut, in dem Fall war es das auch schon wieder dieses Mal und ja, wir hören uns wahrscheinlich nächstes Mal wieder bei C#. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao, ciao.